willkommen zu einer weiteren Folge Kirby Star Allies mit mir, dem LT. Und in der letzten Folge haben wir ja hier das Level beendet und wollen jetzt einmal in den Traumpalast schauen und uns einen neuen Mitstreiter holen. Wollen wir doch mal gucken, wen wir uns diesmal holen können. Und wir nehmen natürlich Meta Knight. Dafür lassen wir ihn hier da. Nachdem wir Meta Knight ja befreit haben von dem dunklen Herzen, steht er uns jetzt zur Verfügung und zur Seite und hilft uns hier den westlichen Wall zu übernehmen. Beziehungsweise übernehmen, beschreiten, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich lasse das Wasser mal hier, nehme das Lasso. Und mache hier mal ein bisschen einen auf Cowboy. Oder Drache. Meine Freunde, passt auf. Nicht, dass ihr da reinfallt. Lassen wir auch mal, aber vielleicht sieht es so aus, wie man reingeht. Ja. Ich sag noch, passt auf und rennt selber rein. Aber da kommt man nicht weiter rein. Sah nur so aus. Na gut, dann geht es weiter noch. Daher nehmen wir das Brückenteil. Gehen hier weiter. Nein, nicht kaputt machen. Ich wollte den doch mitnehmen. Wird sicher einen Grund haben, warum der da ist. Da gehen wir nochmal ein Stück nach unten. Schauen wir jetzt nochmal. Jetzt ist er da. Und dafür lassen wir Leo da. Und jetzt können wir weitergehen. Kann auf jeden Fall hinterfliegen, aber da ist nichts. Gut, dann fliegen wir wieder zurück auf den ursprünglichen Weg und gehen weiter nach oben. Da gehen wir einmal rein. Oh, da brauchen wir einen Pinsel. Okay. Wir gehen einmal da rein. Wir brauchen einen Pinsel, das Gemälde zu machen. Ah, da haben wir ihn ja schon. Alle drauf! Mit Gebrüll! Schatzbrüll mit. Was zum Heilen wäre noch nett. Weil da haben wir doch jetzt doch einige Sonnenenergie verloren. Einen Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Klettern hier nach oben. Ah, die brauchen wir, um diese Bundestür zu öffnen. Und da haben wir Energie. Einmal hier jeden abknutschen und in die Bundestür. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier so finden. Noch ein Schlüssel. Wir sollen jetzt nach unten. Hier durch und finden den Schalter. Sehr schön. Dann fehlt uns nur noch das Puzzleteil.
einen Zusatzabschnitt freigeschalten. Brauchen wir nur noch das große Puzzleteil. Müssen wir die Augen offen halten. Nicht, dass es wieder so gut versteckt ist wie das andere. So, hier brauchen wir zwei Leute. Wir sind aber zu viert, von daher alles gut, kriegen wir die Tür auf. Oh, zwei oben, zwei unten. Alles klar. Sammelt die Sterne ein, hüpft auf den Schalter. Hier habt ihr euren Schalter. Genau, sammelt das Leben. Da haben wir das große Puzzleteil. Sehr schön. Dann haben wir jetzt alles, was es zu finden gibt. Hier treffen wir uns alle wieder. Und können jetzt unseren Weg wieder gemeinsam fortsetzen. Dann haben wir eine Kanone. Alle rein. Da müssen wir aufpassen, nicht dass wir uns gegen die Wand schießen. Gleich weiter. So, einmal warten. Das war, ja, etwas knapp, da hat sie uns doch erwischt, die Kanone. Die Wand. Dann auf ein neues, alle rein und los. Jetzt kommen wir durch. Sehr schön. Und da haben wir das Ende erreicht. Wenn wir diesmal die Stufe 1 schaffen. Auf ein neues. Wieder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum ich es jetzt nicht mehr schaffe. Aber dieses Bild ist fast komplett. Genau, und anstatt, dass wir das eine fertig machen, nein, wir fangen ein neues Bild an. Natürlich. Mache ich privat auch immer so 5 Puzzle auf einmal. Aber wir gehen jetzt einmal weiter. Da ist der Sektor B, unser Bonus, den wir ja gerade eben freigeschalten haben. Und da gehen wir doch jetzt direkt mal hin zu diesem Sektor B, bevor wir uns dann in die innersten Hallen begeben, gehen wir jetzt einmal in Sektor B. Das sind... die Plattformen fahren hier einmal im Kreis. Da fahre ich aber nochmal nach oben. Nicht, dass da auf der Seite wieder irgendwas ist. Nee, da ist nichts. Okay. Nicht, dass wir wieder gleich das Puzzleteil verpassen. Nochmal will ich ja da nicht unbedingt was reinschneiden müssen. Hey. Und wir starten eine Gruppenaktivität. Was wird das diesmal? Ein Freundeszug. Okay. Wir sind jetzt also eine Dampflok, die sich hier einfach mal quer durch das Level bewegt. Da kommt garantiert irgendwo das Puzzleteil. Da war zumindest eins, aber nicht das große. Ist das hier? Auch nicht. Also wir vertrauen jetzt einfach mal den Sternen, die uns den Weg zeigen. Und hoffen, dass sie uns zum großen Puzzleteil bringen.
einmal nach unten. Nach oben. Also Puzzleteile haben wir schon einige, aber noch nicht das große. Hätten wir da springen müssen. Hätten wir da springen müssen, wäre da das Puzzleteil gewesen. Ich habe es leider zu spät gesehen. Da sind auf jeden Fall auch noch Puzzleteile. Nein, da ist das große Puzzleteil. Puh, ich habe schon Angst gehabt, wir haben es wieder verpasst. Aber Glück gehabt. So. Dann einmal hier durch die Tür. Dann haben wir ja, glaube ich, schon alles. Das war ein sehr entspanntes Level, muss man sagen. Natürlich kommt jetzt noch ein Zwischenboss. Viele Steine, die uns jetzt aber erstmal nicht stören. Falls ihr das gerade im Hintergrund hört, da sind wir gerade irgendwelche Sanitäter oder so von eingefahren. Weiß man das gehört. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. So, den Koch haben wir jetzt einmal besiegt. Nehmen uns die Kochmütze. Weiter. Sehr schön. Viele, viele Sterne. Und noch ein paar Puzzleteile. Nehmen wir natürlich sehr gerne alles mit. Und beenden wir mit dem Sektor B. Und versuchen unser Glück wieder beim Springen. Und wieder nicht. Eieieiei. Wieder nicht geschafft. Aber egal. 8 Puzzleteile. Hier fehlen uns nicht mehr ganz so viele. Und so langsam werden die Bilder komplett. Aber irgendwie gefühlt immer nur überall ein bisschen was. Gefunden haben wir alles. Somit auf in die innersten Hallen. Oder in die innerste Halle. Scheint ja anscheinend nur eine zu sein. Aber schauen wir uns natürlich mal an. Und dich, lieben Freund, nehmen wir mit. Bombenwerfer kann man immer brauchen. So, essen. Mit essen. Was gibt's heute bei euch zum Essen? Also Kirby, Koch, Gold, Burger. Dafür habe ich jetzt keine Fähigkeit mehr. Aber auch nicht schlimm. Schmeiß mal eine Bombe darüber. Hopp, komm. Hallo. Schmeiß doch eine Bombe rüber. Alles muss man hier selber machen. Geht's da weiter nach unten? Nein. Okay. Da rechts ist auch nichts. Dann gehen wir einmal weiter, schauen, dass wir noch eine Fähigkeit kriegen. Laufe ich jetzt auf den Dark Knight? Das kann man natürlich auch mal machen. Bombenwerfer haben wir schon. Schon dabei, brauchen wir den auch mal zu nicht mitnehmen. So, hallo? Was wird das jetzt? Blitzbomben. Dann schmeiß sie doch mal. Ah. So funktionieren die also. Da haben wir auch das große Puzzleteil. Sehr schön. Dann können wir wieder gehen. Mehr wollten wir hier gar nicht.
ich habe ja nichts gegen Wasser von oben, aber gegen das dann schon. Wo wir gerade bei Wasser von oben. Duscht ihr lieber oder badet ihr lieber? Was gefällt euch besser? Oder was macht ihr lieber? Manchmal reicht ja die Zeit für ein Bad nicht. Oh, da müssen wir aufpassen. Wir haben kein Wasser dabei. Das heißt, kaputt machen können wir die Räder gerade nicht. Aber war ja entspannt. So, einmal heilen. Und weiter geht's. Oh, da unten ist was. Kommen wir da hoch? Ah, Blitzbomben. Genau. Sehr schön. Wir nehmen natürlich die Tür über uns. Wenn wir sie schon freischalten, gehen wir natürlich auch rein. Wäre ja doof, wenn nicht. Und da haben wir einen Schalter. Noch einen. Wir haben doch in der Welt schon drei. Jetzt kommt hier der vierte für noch einen Zusatzabschnitt. Okay. Na, wenn es hier noch einen Zusatzabschnitt gibt, nehmen wir den natürlich sehr gerne mit. Hier können wir getrost drüber gehen. Oh. Okay. Das Schwert will ich. Nein! Du bleibst da. Das Schwert will ich haben. Eis brauchen wir nicht. Aber Schwert sehr gerne. Ah. Soll ich da rum? Wir können doch fliegen. Ey, nicht abstürzen. Internet. Schön bei mir bleiben. Dann wollen wir einmal sehen, wer uns jetzt erwartet. Pummelige rosa Kugel. Hey, sei mal nicht so frech hier. Dir brennt was auf den Nägeln? Ja, was denn? Also, umgezogen war ich zur Franziska nicht. Sie ist ja auf mich losgegangen. Ich weiß nicht, ob ich ihr irgendwas von den blauen Haaren gekrümmt habe. Ich werde brennen. Stell dich doch erstmal vor. Verstümmt. Ja, verstümmt. Okay. Das wirst du mir nie verzeihen. Flamberger heißt du also. Okay. Das Feuer werde ich spüren. Wer brennt, bis ein knuspriger Marshmallow neben mir aussieht wie ein Eiswürfel? Nein. Glaube ich nicht. Flamberger, du wirst genauso eins auf die Mütze kriegen. Hey, Flamberger. Du wirst genauso eins auf die Mütze kriegen wie deine Schwester Franziska. Daher. Hey, meine Fähigkeit! Gib mir mein Schwert wieder! Komm, weg, 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 Leute! Aber ganz schön aggro. Weg. Geht weg. Oh. Autsch. Werden wir vielleicht das Eis noch. Jetzt haben wir fest den Traum. Das haben wir gleich.
jetzt kannst du rumheulen. Du. Flamberger da. Zess. Aber die war schon deutlich wütender als die Franziska. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und jetzt flüchtet die auch. Natürlich. War ja klar. War ja nicht anders zu erwarten, dass die sich jetzt auch das Herz schnappt und davon rennt. Bedeutet wieder hinterher. Erstmal unsere Puzzleteile einsetzen. Zum Glück weiß Kirby, wo welches Puzzleteil hingehört, in welches Bild. Himmlische Halle. Sektor C. Diesen Sektor C werden wir auf jeden Fall noch machen. Mal schauen, wie lang der geht, ob wir die himmlische Halle dann auch noch schaffen. Oder ob die dann im nächsten Part kommt, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal Sektor C. Abfertigen und bewältigen, Puzzleteile sammeln. Wir wollen ja die 100%. Oh, dich Wasser sollten wir vielleicht mitnehmen, wa? So, und da dafür lassen wir... Was lassen wir denn dafür da? Mitternight, du darfst dich wieder ausruhen. Oder auch nicht. Dann nehme ich halt das Wasser. Dann nehme ich das Wasser. Und mache das mal mit Glücksverteiler hier. So. Die Musik von Sektor 10, muss ich sagen, gefällt mir jetzt auch nicht so. Klingt auch sehr... sehr, ja... gewöhnungsbedürftig. So, wo bleibt jetzt das Rad? Die Sterne nehmen wir doch gerne mit. Bevor sie uns wieder treffen. Den Stern nehmen wir auch mit. Und natürlich immer aufhalten. Autsch. Immer Augen offen halten. Nach dem großen Puzzleteil. So, waren das jetzt alle? Der dann noch aus. War da unten irgendwo was? Ich hab's jetzt nicht gesehen, muss ich gestehen. Nein. Okay. Mal zuzutrauen werden. Das ist hier versteckt. Aber ist nichts. Das heißt, wir können weiter. So, einmal drum knutschen und weiter geht's. Sehr schön. Da kommen wieder Räder, wir bleiben hier. Ja, wartet. Genau, wir knutschen erstmal, warten auf die restlichen Räder. Fehlt uns noch. Alle rein in die Kanone. Wir warten. So.
warten aber trotzdem noch jetzt. Das ist nämlich der vierte Teil. Okay, wir dürfen hier einmal das Kreuz durchgehen. Einmal hier durch. Einmal da durch. Aber ich habe immer noch kein großes Puzzleteil gesehen. Wir können auch nicht zurück. Da waren oben Steine. Auf jeden Fall was. Ah, da kommen wir von hier aber nicht rein. Das heißt, wir müssen einmal da drauf und dann hier hoch. Müssen wir halt so rumgehen. Wir brauchen Wasser und Strom, haben wir. Oh. Ja, das machen wir halt ganz. Die Zahnräder machen alle kaputt. Wir können uns die ganzen Sterne ein weiteres Mal geben und da ist das große Puzzleteil. Sehr schön. Sehr gut. Somit brauche ich nichts hineinschneiden. Das ist schon mal ganz gut. Und wir können uns jetzt den Weg hier weiter kommen. Die anderen vielleicht auch noch knutschen, komm. Jetzt, na gut, dann halt nicht. Dann nicht. Anscheinend mögen die sich nicht so. So. Und wer kommt hier? Ah. Immer fest drauf. So. Die nehmen wir natürlich. Gerne die Fähigkeit. Und laufen mit unserem Pinsel jetzt ein bisschen und können ein bisschen Bilder malen. Na toll, jetzt haben wir einen Schlüssel. Da gibt es ein Puzzleteil. Nein, ich will erstmal hier Bilder machen. Noch ein Schlüssel. Okay, dann machen wir einmal hier auf. Dann gehen wir runter und nutzen den anderen Schlüssel. Dann machen wir die andere Seite auf. Knutschen einmal fleißig. Gut. Und weiter geht's. Aber ich glaube, da oben ist jetzt das Ende, ne? Oder? Ja, das ist der Ausgang. Somit haben wir Sektor C abgeschlossen. Machen jetzt noch unseren Bonussprung. Schauen wir mal. Schaffen wir es diesmal auf die... Ah, ja, endlich. Endlich auf die 1. Ist ja auch Zeit geworden. Sehr schön. Alle geheilt. Noch ein Puzzleteil als Bonus. Sammeln wir erstmal alles ein. Da fehlen noch 4 Teile. Ah, hier noch viele. Ja auch. Ich sag ja, man sollte immer erst ein Puzzle zu Ende machen.
Somit haben wir Sektor C auch komplett fertig. Und jetzt bewegen wir uns hier anscheinend zum letzten Level, zur himmlischen Halle. Die seht ihr aber im nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer LT.